Einen wunderschönen guten Tag aus Berlin, genauer gesagt von der Berliner Mauer. Ich stehe auf der Ostseite einer ehemals geteilten Stadt mit Todesstreifen und Schießbefehl. Und wieder einmal ist Jahrestag der Wiedervereinigung. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin schon ein bisschen übersättigt. Man hat schon so viel gesehen von DDR-Pop, Trabi-Fahren, Muckefuck und so weiter und so fort. Aber das Ding ist, ich interessiere mich für Subkultur, für Hip-Hop, für Graffiti. Ich freue mich immer, wenn ich die Bilder auf der Straße sehe. Und Sprüher sind ja echt ein eigenes Völkchen. Und die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, wie sah Graffiti in einer geteilten Stadt aus? Gab es das überhaupt? Und was hat diese heute vollgemalte Mauer damit zu tun? Ich selber bin 89er Jahrgang. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass hier mal ein Todesstreifen war. Und deswegen treffe ich zwei Sprüher. Einen aus Ost-Berlin, einen aus West-Berlin. Die waren durch die Mauer getrennt, aber in der Leidenschaft für Graffiti vereint. And you don't stop, and you don't quit. Now when the beat goes down, feet hit the ground, the breakers start spinning all round and round. Now yo, the party don't stop, cause we don't stop, we just rock. You feel it when the needle drops, I'm the mastermind. Der erste Sprüher kommt aus West-Berlin und wurde dort zur Ikone des Graffiti. Mein Name ist Wessel, man kennt mich unter dem Synonym Amok von 156 Crew. Ich bin einer der ältesten Sprüher, Graffiti-Sprüher hier in Berlin. Und im DDR-Museum Berlin treffe ich eine Ost-Berliner Legende. Ja, ich bin Stu Von, habe in Ost-Berlin mit Graffiti angefangen. Das ist jetzt schon 30 Jahre her. Die Zahl alleine ist schon für mich krass, finde ich. Ja. Du bist ja Gastarbeiterkind. Du kamst ja nach Berlin, als du 12 warst, glaube ich, ne? Genau. Ich weiß ganz genau, als ich nach Deutschland kam, 82, ein Freund von mir, als wir Fahrräder hatten, hat gesagt, du musst mir diese Berliner Mauer zeigen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das sein soll. Zum ersten Mal hatte ich in der Türkei schon davon gehört, als mein Vater kam. Und er hat uns das Ganze versucht zu erklären, was für uns sehr schwer war. Er meinte, da ist ein Volk, sind geteilt. Da sind auf einer Seite sind die Kommunisten von den Russen und dann sind die Amerikaner und die anderen und die Deutschen. Aber sind beide deutsch. Aber da ist jetzt eine Mauer dazwischen. Und da hat er mich, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, nach Checkpoint Charlie mitgenommen. Und dann habe ich zum ersten Mal gesehen, okay, also da ist wirklich eine Mauer. Bunt und farbenfroh war die Mauer nur im Westen. Von der Ostseite durfte es ja nicht näher als, sag mal, 100 Meter ran. Ja, auch Brandenburger Tor, nicht näher als 100 Meter ran. Und dann habe ich so mich gewundert, warum man nicht weiterlaufen darf. Berlin-Ost, gerade Prenzlauer Berg, sah an vielen Ecken aus wie die Bronx in den 70ern. DDR, ein bisschen deutsche Bronx. In diese konnte man vom Westen einreisen, so wie Amok mit einem Tagesvisum. Für mich war das jetzt nicht großer Schock, es sah so aus wie Türkei. Also ein armes Land, kaum Werbung draus, das ist natürlich das Erste, was mir fällt. Sehr, sehr grau. Da waren noch Einschüsse in den Wänden. Wenn man sich das so heute so vorstellt, das ist Wahnsinn. Und mir als Kind ist immer nur dieses Grau aufgefallen. Und später dann in der Schule haben sie dann mal so kurz drüber gesprochen, über ob wir nicht Grenzer werden wollen, ob wir nicht Bock hätten, den antifaschistischen Schutzwall aufrechtzuerhalten. Mit welchem Gefühl hast du in der DDR gelebt? Ja, als heranwachsender Jugendlicher sind dir denn so Sachen aufgefallen, die in dem System passiert sind? Warum darfst du gewisse Dinge einfach nicht sagen? Ja, oder warum darfst du Honecker keinen Bart malen? Hast du mal überlegt, wie das wohl in West-Berlin aussieht? Das klingt vielleicht jetzt witzig, aber das war für mich so weit weg, dass ich es ja nicht so für um Ecke betrachtet hätte. Erinnerst du dich noch an die ersten Schritte, die du gegangen bist? Also wie ja, die ersten Schritte waren tatsächlich so, dass wir
den Drang hatten, wie viele andere auch, einfach unseren Namen irgendwo hinzuschreiben. Und drüben, in einem autoritären Regime, hattest du genau die gleiche Idee. Also das erste Tag habe ich, um genau zu sein, 1986 gemacht. Ich habe einfach gedacht, ich werde mal meinen Spitznamen überall hinschreiben. Das habe ich auch auf den ganzen Schulweg gemacht. Einen Tag später oder was hat mich da einer verpfiffen. Wurde mir sozusagen mit kompletter Mannschaft gesagt, dass ich ein Schmierfink wäre. Ja. Im Kollektiv wurdest du da damals an der DDR immer gerne runtergemacht. Was dann aber im gleichen Moment davor dazu geführt hat, dass der Hausmeister dann noch dabei gestanden hat, wie kompletten Schulweg, den ich einfach nur mit Kreide, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, mit Kreide, ja, denn mit einer Bürste und einem Eimer das alles wegputzen musste, bis ich bei mir fast zu Hause war. Ein Lehrer meinte dann auch so beiläufig zu mir, na, Lust auf Bautzen 2, und wollten mich halt auch damit krass einschüchtern. Das hat auch super funktioniert. Ich habe immer so gruselige Sachen davon gehört, von Ehemaligen, diese ganze Prügelei, die sie da erfahren mussten und diese drastischen und drakonischen Strafen. So wie du irgendwie aus diesem Einheitsbrei raus wolltest, haben die dich wieder zurückgezogen. Und das alles so hat das natürlich ein bisschen schwierig gemacht für mich, da überhaupt irgendwie so einen nennenswerten Startschuss in das Graffiti-Thema zu bekommen. Denn schon für einfache Kreidetags drohte der Stasi-Knast. In West-Berlin hätte Amok aber nur eine Person vom Malen abhalten können. Ich wusste ganz genau, wenn ich irgendeinen Ärger bekomme, wird meine Mutter mir das verbieten. Und wenn meine Mutter mir das verbietet, dann zieht sie das auch knallhart durch. Und ich wollte dieses Malen unbedingt weitermachen, weil es mich wirklich gecasht hat, dass ich Tag und Nacht gemalt habe, Schule vernachlässigt habe, alles vernachlässigt habe, aber wirklich nur auf Malen mich konzentriert habe. Kam auch schon mal die ersten Ideen, dass wir dann auch auf Berliner Mauer malen. Auf der Mauer malen, im Osten undenkbar. Mitten durch Berlin verlief der eiserne Vorhang. Sowjetische und amerikanische Panzer standen sich gegenüber. Doch an den Checkpoint Charlie hat Amok auf Westseite ganz andere Erinnerungen. Früher stand hier natürlich die Berliner Mauer. Hier sieht man noch an dem Streifen. Ne? Hier kamen sie so durch die Gasse. Hier war dieses Einfahrt. Und hier direkt war die Grenzübergang. Das heißt, hier standen die DDR-Polizisten. So, wer traut sich da hinzugehen und Tags zu machen auf eine weiße Stelle, wo dann jeder sieht? Direkt. Genau. Kumpel, vor den DDR-Polizisten. Ja, genau. Das hier war komplett alles gemalt vorne. Und diese Einfahrt von der Mauer, die hier reinging, die war schneeweiß. Wir haben hier so ein bisschen abgelenkt, die Jungs, indem wir ein bisschen Lärm gemacht haben. Kumpel ist hier von hier rüber gerannt, hat seinen Tag gemacht. Und dann sind wir alle weggerannt, weil wir dachten, sie kommen jetzt hinterher. Die standen hier auch so mit Maschinengewehr oder so? Ja, klar. Sie sind dann natürlich auch gleich rausgerannt, ne, als sie es gesehen haben. Aber wir haben uns dann natürlich, als wir auf der Westseite waren, können sie auch nichts mehr machen. Aber war das einfach so ein Ort zum Malen oder war das auch irgendwie so sowas Politisches oder ist ja ein sehr aufgeladener Ort? Da hast du schon dieses Politische mitbekommen, aber großartig hat sie uns nicht interessiert, weil für uns war es dann nur noch dieses Mauer nehmen als die größte Leinwand der Welt. Keine Wand habe ich je im Leben wieder bemalt, die so gut war für Graffiti wie die Berliner Mauer. Wir haben uns einfach die Freiheit genommen, auf diesen Flächen kreativ zu sein. Dann war ja auch irgendwann die Sache, dass so dass ein großer amerikanischer Künstler angekündigt wurde. Genau. Einer der Kumpels in der Schule meinte, es kommt ein amerikanischer Graffiti-Sprüher nach Berlin und will die Berliner Mauer am Checkpoint Charlie malen. Wir natürlich durchgedreht, ne, unsere Idole kommen. Ja, sind wir hier angekommen, haben wir auf der rechten Seite dann schon gesehen, war schon so gelb vorgemalt. Und er war schon am Machen, der hat sehr früh schon angefangen gehabt und der war schon fast fertig. Und wir standen da und geguckt, okay, da sind ja Strichmenschen. Dann gucken wir, da steht so ein weißer Typ mit Brille und malt. Jesus, das ist doch, ist ja nicht mal mit Sprühdose, ist mit Pinsel. Was malt der da? Wo ist denn der Graffiti-Sprüher? Dann haben wir ein paar Leute da gefragt, die da mitstanden, die das Ganze gemanagt haben. Sie meinten, ey, das ist Keith Haring, ist der berühmteste Graffiti-Maler in New York. Keith Haring und der junge Amok. Ein Bild von dir ist aus der Zeit sogar immer noch da. Ja, ich habe in Berlin-Kreuzberg, in der Adelbergstraße, ist noch ein Bild von 88 noch dran. Kann man jetzt noch sehen.
Das ist ja fast unglaublich, dass Willst du sehen? Ja, natürlich. Willst dass du Graffiti 32 okay. Jahre an einer Wand bleibt. Dann lass uns das angucken gehen. Ja, okay? Lass angucken. Ja, okay. Mit den Pinseln von Keith Haring konnte Amok damals nichts anfangen. Aber mit der Sprühdose war er so gut, dass ihn Leute schon früh dafür bezahlten, ihre Häuser anzumalen. Aber ja, das ist doch quasi unangetastet. Ja, das ist noch, das obere Teil ist noch gut zu sehen. Wie ist denn das, dass das immer noch hier steht, wenn du es anschaust? Ich finde es sehr gut, dass es noch steht, weil man kaum noch Bilder hat, so über 20 Jahre alt, sind es da schon mittlerweile über 30 Jahre alt. Ja, 88 hast du gesagt, ne? Genau, dass man sehen kann, wie man damals gedacht hat, wie man gemalt hat. Ne? Wenn du zum Beispiel die ganzen Linien, die Umrisse und so dir anguckst, wir haben einfach damals den Stadtcap draufgesetzt, die Linie gezogen, wenn es verzogen war, war es verzogen. Heute würde man hingehen und das übermalen und noch verbessern und alles haben wir damals gar nicht gemacht. Das war einfach so, kam aus der Dose raus, fertig. Was ich wollte, einfach dieses New York-Style nochmal machen und ein Stückchen weiterzubringen, eigene Handschrift noch mit reinzupacken und weil es auch einfach mehr Spaß gemacht hat, eine größere Herausforderung vom Style her war. Und was bedeutet dir das, dass das immer noch hier es ist? Macht dich ein bisschen stolz? Nee, stolz würde ich nicht sagen. Ich bin eigentlich eher froh, dass es da ist. Ich glaube, vor 3-4 Tagen waren 2-3 türkische Jungs, die hier waren, haben ein Foto gemacht davon und haben es mir gesendet. Mhm. So, und die haben sich natürlich darüber gefreut, dass sie ein Bild, der von Amok vor 30 Jahren gemalt ist, live noch sehen können. Denen bedeutet das viel mehr, als es mir bedeutet. Kannst du dich noch an das Gefühl erinnern, als du das erste Mal mit Dose an die Wand gemalt hast? Ich habe mir in so einem Auto-Ersatzteilladen Sprühdosen für Autolacke gekauft. Da habe ich zum ersten Mal ein Bild mit Outlines gemalt und ich sage euch Jungs, wenn du diese Sprühdose in der Hand hältst, drauf drückst, da kommt eine Farbe raus, diesen Druck spürst und du weißt ganz genau, du musst das Ganze jetzt auch noch schnell machen. Das heißt, wenn du es zu langsam machst, tropft alles runter und diese Dynamik mitbekommst, wie du schnell reagieren musst, weil die Dose hört ja nicht auf, die Farbe rauszusprühen, das ist unglaublich. Habt ihr euch mal die Frage gestellt, ob es auf der anderen Seite der Mauer auch so eine Szene gibt oder ob die da auch malen? Nee. Also das haben wir gar nicht. Also was mich immer gewundert hat, das ist mir auch später bewusst geworden, dass in diesem DDR-Fernsehen ständig Beat Street gezeigt worden ist. Beat Street, der Kultfilm von 1984. Und wir so, geil, richtig geil, haben uns voll gefreut. Ich dachte mir so, irgendwelche Jungs und Mädels müssen das ja auch sehen und im Osten das auch nachmachen. Mann, ist das krass. Ja, das müssen wir auch machen. Der Politoffizier steht vorne, erklärt uns, dass es extra aus New York kommt, von unserem tollen Genossen Harry Belafonte. Da wird das Bild gezeichnet von unserem Klassenfeind sozusagen, den Imperialisten. Die haben eher versucht, das Ghetto, dieses Sozialkritische in den USA zu zeigen, wie schlecht den Amerikanern da geht. Aber im Westen hat es natürlich genau das Gegenteil. Dass vielleicht auch jemand anders Beat Street gesehen hätte, das ist mir nicht gekommen. Ich dachte, das bleibt in dem Dunstkreis, wo wir waren. Weil der Film wurde ja so angekündigt. Harry Belafonte hat den mitgebracht nach der DDR, geil. Hat das so dein Verständnis von Freiheit irgendwie definiert oder beeinflusst? Schon so, aber eher den Drang, anders sein zu wollen. Und dieser Drang, frei und anders sein zu wollen, bahnte sich in der gesamten DDR Ende der 80er seinen Bann. In dieser Stunde 500.000 Menschen versammelten sich, um gegen den Kommunismus zu protestieren. Das war die bislang größte Demonstration. Ist das nicht Wahnsinn? Warum rennen die nicht einfach die Mauer ein? 89 rum brodelte das ja dann schon. Die ganze Atmosphäre war auf einmal so am Kippen. Da sind die Leute rum in so richtig Massen, Tausende, in der Greifswalder Straße da bei meiner Tante vorbei und ich mach das Fenster so auf, guck so runter, die Straße ist voll. Ich hab am ganzen Körper gezittert, während die Meute gerufen hat, kommt auf die Straße, so. Da wusste ich, das ist was völlig anderes, hier passiert irgendwie was
maximal in 100 Jahren eher mal vorkommt. Ja? Und das hat mir irgendwie so, ich will jetzt auch scheiße sein, ich will jetzt sagen, dass ihr Kacke seid, ihr mir auf den Sack geht, so. Dass man aus dem Entwurf des Reisegesetzes den Passus herausnimmt und in Kraft treten lässt, der stimmt, wie man so schön sagt, oder so ganz schön sagt, also die Ständeausreise regelt, also das Verlassen der Republik. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich. Wie? Was? Ach, der hat sich verquatscht, der Typ da. Der hat Scheiße erzählt. Wir haben nicht gelobt, ja. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Erinnerst du dich an den Mauerfall? Oder ja, sehr gut. Ja? Also ich war einer derjenigen, der im Brandenburger Tor hochgeklettert ist und da mitgefeiert hat. Ich kann mich auch an die Tage erinnern, wo ich im Wohnzimmer mit meinem Vater saß und Nachrichten geguckt haben und die ersten Trabants rübergekommen sind, wo die Leute geschifft haben. Da hat mein Vater zu mir rübergeguckt und hat gesagt, jetzt heißt es nicht mehr scheiß Kanaken, sondern scheiß Ossis. Direkt am nächsten Tag sind wir über die Invalidenstraße, über den Tränenpalast abgefertigt worden, so, ja. Als wir dann durch Friedrichstraße rüber nach Zoologischer Garten gefahren sind, dieser krass grelle Unterschied aufgefallen. Ja, von, ich sag jetzt mal blöd, Dunkeldeutschland ins gelobte Land, so. Auf einmal alles beleuchtet da, übelst bunt. Das war so, hätte sich so fremd angefühlt, so neu angefühlt und gleichermaßen auch krass interessant. Der Mauerfall. Für mich als 89er Jahrgang nur historische Fotos. Für Stu der Beginn einer neuen bunten Zeitrechnung. Jetzt erst recht. Und ich dachte, ich schreibe jetzt meinen Namen überall hin. Ich konnte genau alles, was mich sozusagen die ganzen Jahre davor so gedrückt hat, klein gehalten hat, so richtig krass freischlagen. Ja? Und ich hatte auch da überhaupt kein Unrechtsbewusstsein dafür. Für mich ist Graffiti immer gleichbedeutend mit man wer sein zu können, Freiheit und Glück. Stu führt mich in seine Hall of Fame, nahe des ehemaligen Grenzübergangs Bornholmer Straße. Hier entstanden seine ersten Bilder mit der Dose. Hier haben wir, ich und mein Kumpel damals, 92, den übelsten Humpel gekloppt. Und den fanden wir so geil, der sah aber voll scheiße aus. Ja. Aber wir waren übel stolz. Kannst du dich noch an das Gefühl erinnern, wo du das erste Mal mit Dose hier an der Wand standst? Kannst du das noch beschreiben? Ja, erstmal war ein geiles Gefühl, aber ich konnte mit der Kanne ja nicht umgehen. Also nicht so, wie ich es mir erhofft hätte. Die hatte so Dampf drauf und dann Linie gezogen und dann halt gesehen, wie das so hingerotzt ist. Und ich dachte so, scheiße, das muss doch besser gehen. Bist du ein bisschen stolz nach der Geschichte, die du hast und so, dass du heute so als Vorbild und auch irgendwie so stilprägender Künstler oder Writer dich etabliert hast oder dahin gekommen bist? Da war ich mir auch nicht so bewusst drüber, dass das so einen starken Impact oder Einfluss überhaupt hat. Dass Leute sagen so, Mensch, deine Sachen, ey, kenne ich noch von da oder da, das ist schon für mich. Wo ich so sage, Mensch, da ist doch was hängen geblieben. Wir haben ja jetzt viel drüber geredet, was so scheiße war eigentlich alles, ne? Hast du da so ein bisschen die Vergangenheit vergessen können oder Sachen, die dir noch in den Knochen steckten aus der DDR? Ich habe mich quasi, glaube ich, sie haben mit Graffiti da selber therapiert. Hier ist sozusagen der Ort, wo ich sage, hier habe ich mich frei gemacht von diesem ganzen Druck. Mhm. Ja. Druck nur noch aus der Dose. Graffiti hat Stu befreit.
Also ich weiß, nicht jeder kann was mit Graffiti anfangen. Viele sagen, das sind doch nur Schmierereien, ich kann das gar nicht lesen und was weiß ich. Aber wenn man mal ein bisschen rauszoomt und so die Metaebene sieht, habe ich jetzt in den ganzen Gesprächen festgestellt, das hat sehr viel mit Freiheit zu tun, mit Selbstbestimmtheit, mit Individualismus. Und unter dem Gesichtspunkt geht es ja um viel, viel mehr als das, was an der Wand entstanden ist. Und ich freue mich, dass wir in diesem Film unsere eigene Wiedervereinigung 30 Jahre später machen können, auf Graffiti Art. Ich habe zwar manchmal gehört, man sollte seine Idole nicht treffen. Ja, hey. Aber ich bin das erste Mal echt an den überrascht worden. So trifft man sich. Ja, nach so vielen Jahren. Also die waren ja alle so, meine, das klingt jetzt vielleicht bescheuert, Halbgötter. Noch nicht einmal gesehen. Das war so ein epischer Moment. Und ich stand so nur vor ihm und dachte so, Mensch, der ist ja fast genauso groß wie Icke. So eine bescheuerten Gedanken, so was. Mensch, der hat aber einen guten Barber. Es ist eigentlich schade, dass so viele Jahre vergehen musste, dass das passiert. Aber gut, 2020 holen wir das jetzt nach. So, Dosen checken mal. Wir haben uns für Unity entschieden. Weil wir jetzt endlich nach so vielen Jahren ja vereint sind. 30 Jahre nach der Wiedervereinigung werden die beiden jetzt gemeinsam malen. Wir können im Hintergrund schöne bunte Farben machen. Vielleicht machen wir Berlin Skyline im Sonnenuntergang oder so rein. Ein ganz easy, einfaches Bild. Hintergrund eher gelb, rot, orange. Das Ding geht in die Geschichte ein. Ja? Er kriegt das. Im Mauerpark vereinen sich die beiden. Früher, direkt nach der Wende, waren sich Ost und West noch nicht so nah. Aber sie haben sich gegenseitig gesehen. Hier direkt am Mauerpark habe ich dann auch Amoks erstes Piece sozusagen gesehen. Und mich gefragt, wie kriegen die das so hin? Wie machen die das? Wo haben sie die Farben her? Wir hatten da sozusagen einfach nur Respekt und Ehrfurcht. Und auch Amok verbindet mit diesem Ort eine ganz eigene Geschichte. Schon kurz nach dem Mauerfall malte er hier auf Ostseite. Zum Unmut der Autorität. Also wir waren 92 hier malen. Mein Bruder und ein paar Kumpels. So sah das aus. Das waren die ersten Bilder, die wir hier gemalt haben. So, und hier siehst du gerade, wie Odem sich mit den Polizisten auseinandersetzt, weil sie der Meinung waren, sie sollten hier nicht malen. Hier, da sitze ich da in der Wanne drin und grinse noch natürlich. Die verwirrten Polizisten ließen die Jungs übrigens laufen, weil sie gar nicht wussten, was sie mit denen machen sollen. Strike like a viper, rhyme like a sniper. When the beat drop, I ride like a biker. An MC better than me. Heute ist die geteilte Stadt Geschichte. An der Mauer herrscht die Dose, nicht der Schießbefehl. Hier im Mauerpark, genau dort, wo früher Grenzer mit Gewehren patrouillierten, hier im ehemaligen Todesstreifen, blüht heute das Leben. In all seinen Formen und Farben. Jungs, super geil. Da, wo früher Fopo-Action war, habt ihr jetzt zusammen gemalt. Wie war es für euch? Ja, für mich war das eine kleine Zeitreise. Nach 92 hier wieder mal. Und ja, hat Spaß gemacht. Und für dich, war was Besonderes? War episch. Die Mauer verbindet zwei Sprüher aus unterschiedlichen Deutschlands. Ost und West, in der Geschichte getrennt, in der Leidenschaft vereint. Denn Kunst kennt keine Grenzen. Geil,
Das war die deutsche Einheit aus Graffiti-Perspektive. Wir wollten hier Geschichte erlebbar machen und zeigen, wie Graffiti die Stadt Berlin geprägt hat und immer noch prägt. Wer noch mehr Lust hat auf deutsche Geschichte, der gibt sich jetzt Deutschland 89 bei Amazon Prime. Und hier sind wir auf YouTube. Ihr kennt das Spiel. Kommentiert, wenn euch das Video gefallen hat oder lasst einen Daumen nach oben da. Das war's aus Berlin. Bis dahin. Tschüss.